So, auf jeden Fall geht es weiter. Schauen wir mal, ob das mit dem Kaffee jetzt rechtzeitig angekommen ist. Versorgung ist noch stabil. Ist echt die Frage, reicht das, ne? Das werden wir sehen in der nächsten Runde. Wobei, ich werde einfach nochmal noch einen bauen. Ganz ehrlich, also es hilft ja nichts. Die Frage ist jetzt... Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Frage ist jetzt wirklich, wir könnten locker noch eine Kaffeefabrik bauen. Ich bin dankbar für alles, was Sie von uns erreicht haben. Wart, gebackene Bananen reicht nicht. Hey, jetzt sehe ich das auch so ein bisschen. Hier gibt es Probleme. Aber was ich noch gucken wollte, Cap Trelawney, gibt es Bierprobleme, ne? Das hatte ich ja auch gesehen. Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? Ja, schon, aber irgendwie klappt es mit dem Bier nicht so richtig. Und das geht ja nicht. Biermangel, keine gute Sache. Ja, ist immer auf Null, ne? Schauen wir uns mal die Produktion an. Okay, Bier. Irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwas fehlt. Wo sind unsere Bierfabriken? Wo sind die tatsächlich? Da muss ich mal suchen. Hier unten. Die Waffenruhe wurde beendet. Hopfen sind das Problem. Wo haben wir Hopfen hier? Wo waren denn die Hopfenfarm? Müssen wir mal ein bisschen hochfahren, ne? Wir stecken hier viel Herzblut rein. Dünger sie. Ach was. Also was gibt es auch? Schiff vom Stapel gelaufen. Kann ich auch Dünger hier anbauen? Schiff vom Stapel gelaufen, wir kümmern uns mal drum. Hier ist es. Mehr Druck im Kessel. Da müssen wir mal schauen. Es gibt neue Skins, ne? Die, ja, aber ich wollte den hier nehmen. So. Das wird die Rosenstadt. So, die Rosenstadt. Rosenstadt Crown Falls, klar. So, dann sagen wir mal Gruppe Cap Trelawney und erste Station natürlich Rosenstadt, danach Crown Falls. Und dann holen wir hier mal schön Paprika ab. Und natürlich jetzt neuerdings auch Kohle. Und liefern das alles hier mal ab. Und los geht's. So. Ja, Hopfen müssen wir verbessern. Aber ich sehe gerade Dünger. Wo kann ich Dünger produzieren? Ich will jetzt mal hier bei den Tierfarmen schauen. Habe ich hier, kann ich hier Dünger anbauen irgendwie? Gibt es jetzt so irgendwie Gebäude in der neuen Welt, womit ich Dünger abbauen kann? Nein, ne?
Das wäre echt mal eine Info, die cool wäre. Kann ich hier Dünger anbauen? Ich weiß es nicht. Deswegen werde ich erstmal... werde ich hier mal weiterbauen. Aber das mit dem Dünger wäre echt interessant zu erfahren, ob man das auch hier anbauen kann. Das wäre echt mal was, was ich gerne wissen würde. So. Ich glaube, die Musik ist so ein bisschen laut. Kann das sein? Oder kommt mir das so vor? Machen wir 75%. Ich glaube, so ist ein bisschen angenehmer. Oder? Machen wir 60%. So. Ist immer noch. Kommt mir das nur so vor. So. Ja. Also. Hier, die Hopfenplantage, eine. Die werden wir jetzt verlegen. Und zwar genau hierhin. Und dann setzen wir auch gleich die Treckerfarm hin. So, jetzt muss das doch laufen, oder? Weil... Oh, Alter, wie das mit der Kohle gerade runtergeht schon wieder. Hopfen müsste jetzt, glaube ich, auch genug da sein gleich. Darum haben wir uns schon mal gekümmert. Und dann... wollte ich in der neuen Welt mal so ein bisschen mehr Kaffee anbauen. Allerdings Bananenchips läuft nicht so. Da müssen wir mal gucken. Wir haben wieder Minus, alter Schwede. So, Fischöl. Genau so, wie viel da sein muss. Bananen auch. Bananen auch. Okay. Fischöl. Hier kann man irgendwie nichts verbessern. Bei den Bananen könnte man zumindest mit Öl das machen. Hier ist kein Platz mehr. Ja, es ist Mais. Wo sind die Bananenplantagen? Die sind hier, ne? Bananen. Könnte man Dünger benutzen, aber auch Trecker. Wir haben keinen Platz. Okay, wie machen wir das? Sollen wir auch schon mal die Hacienda vielleicht sonst mal bauen? Wir können ja mit der Hacienda erstmal... Hier wird Holz abgebaut. Das könnte man, sollte man doch irgendwie versetzen können. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Reicht das hier? Ja, das reicht. Also mit der Hacienda fangen wir, glaube ich, mal an. Um es auch mal so zu testen, ne? So. Okay. Kostet uns 100 Unterhalt. Wir bauen sie erstmal, um überhaupt mal zu gucken, was das bedeutet, ne? Also was man damit machen kann. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken.
Alter, was war denn hier in Uitkop schon wieder los? Ein Feuer ist ausgebrochen. Hacienda öffnet ihre Pforten. Farigut enthüllt eine prächtige neue Hacienda. Ein Ort für fortschrittliche Landwirtschaft, verantwortungsvolle Regierungsführung und ein gutes Leben. Ja, meine Sache. Was macht die Feuerwehr hier eigentlich? Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ja, weil die Fabriken hier brennen, ne? Naja. Schauen wir uns das mal an. Ups. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Oh, Leute, ey. So ist der Brand gelöscht. Oder die Brände. Wurden gelöscht. So. Frage ist jetzt wirklich, also ich muss mal gucken. Hacienda Farm. Ich habe doch schon alle Volkslieder gespielt. Nutzpflanzenauswahl. Oh, ich kann hier keine Bananen anbauen. Nö, Bananen bringen hier nichts. Dann. So, dann müssen wir das bei den Bananen mal, ja, motorisieren. Ich werde es mal hier versuchen. Nee, das ist ja die, wo gekocht wird. Ich muss hier jetzt Trägerfarmen stellen. So, Bananen werden jetzt schon mal angebaut. Ich werde die zweite Holzfällerei mal hier hinsetzen. So, dann lassen Sie hochlegen. Dann haben wir schon mal viele Bananen, aber wir bräuchten eigentlich noch mal eine Küche, ne? Ja. Die setzen wir auch mal. Einmal so hier hin. So. Jetzt wollten wir Kaffee anbauen. Frage ist jetzt... Beim Kaffee sind wir schon beim Maximum, ne? Insellager voll. 150 Mann. Brauchen wir hierfür. Eieieiei. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Können wir das nicht anders gestalten? Wir brauchen einfach mal noch mal eine neue. Wie viele arbeiten denn? Alter, 150 Mann. Ich muss hier mal gucken, dass ich mit Items arbeite. Schauen wir uns das mal zusammen an. Items. Alle Inseln. Handelskammer. Haben wir hier jemanden? Holz, Arbeitskräfte erforderlich. Uhrenwerkstatt.
alle Tierhöfe. Siedereien. Einfluss Getreidefarm, Paprikafarm und Hacienda Getreidefarm. Mhm. Paprikafarm. Leider nicht, ne? Prozent mehr Produktivität, eine Hebebühne V2, episch. Wo ist die eigentlich? Wo ist die? Ist die in Crown Falls? Sollen wir für die Kaffeeplantage einsetzen? Was meint ihr? Die 25%, wenn ich zwei beeinflusse, kommen Sie zu uns. Schon 50% mehr. Ich habe auch sogar drei. Also könnte ich. Ja. Ja, so werden wir das machen. Wo ist unser Luftschiff? Das machen wir mal damit. Wobei brauchen wir nicht. Wir könnten auch mal hiermit das bewerkstelligen. Ab geht's nach La Isla. So, das schauen wir uns mal da an. Es gibt auch die Möglichkeit, Items zu kaufen. So, Novosibirsk gab Probleme mit Kohle. Ja, man bringt nichts. So sehe ich das auch. Wie sieht es mit der Gasversorgung aus? Immer noch nicht, ne? Echt schwierig. Wo ist das nächste Gasschiff? Kommt wieder Gas an. Wie viel hat sich hier angesammelt? Nicht wenig, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das wird, glaube ich, jetzt besser. Also das müssen wir abwarten. Und Gas taucht auch bei nix hier auf, ne? Noch bei Baumaterialien. Aha, interessant. Alles bereit. Ja, echt interessant. Also ich glaube, das mit dem Gas hat sich jetzt erholt. Wir müssen mal nur abwarten, dass hier so der Flow da ist. So. Das wäre jetzt mal so meine Vermutung. Finde ich. Was geht denn bei den Brillen jetzt ab? Leute. Leute. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Wo stellen wir Brillen her? Oh, eine Inspektion. Wo stellen wir Brillen her? Hier oben. Okay. Glas ist Mangelware. Über 46. Aha. Messing reicht eigentlich. Glas ist so das Problem. Aha.
Okay. Gott hatte wenigstens Leben. Ja, das müssen wir lösen. Items müssen wir nochmal schauen. Ausgerüstet und auf Lager. Die sind ausgerüstet. Hiervon ist keine ausgerüstet. Handelskammer. Produktivität minus 10, Unterhaltskosten minus 10. Also nichts hiervon, ne? Die Bäuerin. Aluminium und Steinbrüche. Lehm-Quarzgruben. Nee, nix, ne? Nix. So. Glas wird ja... Die Luke. Die Glashütten laufen ja. Ich werde einfach jetzt noch eine bauen wollen, aber wir brauchen, ja, haben wir. Haben wir. Jetzt müssten wir natürlich beim Quarz mal gucken. Das ist ja ein, nee, das ist auch ein Rohmaterial. Das wird wahrscheinlich gar nicht reichen. So. Eieiei, Leute. Alter Verwalter. Hängt so ein bisschen, ne? So. Da löst man das eine Problem, schon kommt das nächste. Ja, werden wir sehen. Setz dich lieber in den Schatten, Chefe. Bin mal gespannt. Ich bin gespannt, was die Zukunft alles bringen wird. Was macht das Bier eigentlich? Ja, 7 jetzt gerade. Okay. Okay. Müssen wir noch weiter im Blick behalten. Brillen gehen so. Was sagt das mit dem Kaffee? Kaffee wollen wir jetzt eh mehr machen. Das ändert daran nichts. Stimmt was nicht mit meiner Herangehens? Gasproduktion läuft. Ich kann kaum glauben, dass ich hier bin. Was sagt unser Gasstand? Ja, so langsam baut sich das auf. Habe ich zumindest das Gefühl. Werden wir sehen.
zu einer neuen Welt. Schauen wir mal, wie das mit dem Kaffee läuft.